Hallo, guten Morgen, ihr Lieben. Ja, hier eine Message an alle, die noch verwirrt sind, die sich denken, was will die eigentlich? Warum glaubt sie, was macht sie denn so besonders? Und was mache ich so besonders? Ich sag's euch, es ist besonders, dass ich dir beibringe, wie du das richtig umsetzt, dass ich Umsetzungsübungen immer wieder gebe. Und ich merke es auch immer wieder im Businessprogramm bei den Advanced Leuten sozusagen, bei den Fortgeschrittenen, die schon länger dabei sind, die schon länger üben, die schon länger umsetzen. Sie weichen immer wieder aus. Sie wollen meine Übungen nicht machen. Und das muss ich immer wieder sagen, mach's jetzt, weil nur wenn du es machst, wenn dein Körper dabei ist, es ist Body, Mind and Divine Design. Wenn der Mind etwas sagt und dein Körper es macht, wenn du dich genau dementsprechend verhältst, dann wird es sein Normal. Wenn du das nicht machst, wenn du weißt, du kannst studieren, üben, ohne zu üben, ohne es konkret umzusetzen, ohne dich in konkrete Situationen zu versetzen, sei es mental, sei es real, wirst du nicht die Frau sein, die das lebt. Wird dein zentrales Nervensystem, nenn es wie du es möchtest, werden deine Gehirnzellen, deine neuronalen Netzwerke, es nicht als neu, als richtig, als absolut abspeichern. Das wirst du nicht schaffen. Warum sage ich dir das? Weil ich, sagen wir mal, 10 Jahre lang mit Zeug im Ohr war. Weil ich gelesen habe und wieder Zeug im Ohr und wieder und wieder und wieder. Aber erst, als ich mir das so erklärt habe, dass ich es 100% verstanden habe, dass ich so verstanden habe, dass es ein Prinzip ist, das immer wirkt. Erst als ich nachgeschaut habe, wie die Dinge zusammengekommen sind, rückblickend, habe ich dieses Prinzip untersucht, wie alles aus mir, durch meine Gedanken, durch meinen Seinszustand entsteht. Und es ist immer wieder das Gleiche rausgekommen. Ja, du warst die Frau, die von dieser Situation ausgegangen ist, die von dieser Reaktion ausgegangen ist, von diesem Ergebnis ausgegangen ist. Zwar nicht bewusst, aber wenn ich mich nachher auch in Seinszustände, die ich vor 10 Jahren hatte, rein versetze und dort bin, dann weiß ich ganz genau, als wäre ich dort aufgeschlagen bin. Da weiß ich ganz genau, was meine Grundhaltung war, was meine Ansicht war über mich, über die Welt und über mein Gegenüber. Dann weiß ich das ganz genau und dann schaue ich, was dabei rausgekommen ist. Und dann ist genau das rausgekommen, was rausgekommen ist. Es war ein 1:1 Match von mir, der Frau, die da saß, die die Umwelt hatte, die dieses Umfeld hatte, auf die man so und so reagiert hat, die man so und so behandelt hat. Ich habe hunderte von Situationen in meinem Leben so betrachtet, bis ich gemerkt habe, ja, das ist es. So, dann habe ich gemerkt, okay, ja, das ist es. Also muss ich mich selbst verändern. Ich muss mein Selbstkonzept verändern. Ich muss verändern, was ich über mich denke, wie ich mich selber sehe, wie ich die anderen sehe, wie ich die Welt sehe und wie ich den Sinn des Lebens sehe, wie ich die Funktion des Lebens sehe. Weil mein analytischer Verstand und unsere Verstände sind alle analytisch. Sie wollen alle logisch denken. Sie wollen einfach verstehen, wie es geht. Und als ich dann meinem Verstand sagen konnte, so geht es, so funktioniert es, das ist das Prinzip dahinter, dann hat er es geglaubt. Dann bin ich in alle spirituellen, esoterischen, halb esoterischen, halb spirituellen Lehren und Methoden gegangen und habe geguckt, passen die zu diesem Prinzip? Ja, passen sie, aber einfach nur ausschnittsweise.
Und deswegen funktioniert es nicht, wenn ich dieses komplette Prinzip nicht anwende, sondern nur Ausschnitte davon. Sprich, Dr. Joe Dispenza macht eine Meditation, erklärt ein bisschen, erklärt nicht das ganze Prinzip. Mein logischer Verstand hat immer wieder irgendwie das Problem, es fehlt mir was, ich kann es nicht, ich probiere es, ich rödel mich aus. Alle möglichen Manifestationstechniken da draußen sagen mir, mach so, mach so, mach so, mach so, keine Ahnung, leer dein Portemonnaie aus, mach's schön, mach einen anderen, mach nochmal ein Gedeck ans Tisch und so weiter und so fort. Mach ich alles, ist auch gut und richtig, aber es sind Ausschnitte. Es sind nicht Dinge, die meinen kompletten Seinszustand verändern, weil ich bin dann immer noch die, die es nicht hat und ein extra Gedeck auf den Tisch tut. Und solange ich Dinge und Übungen, sei es Meditationen mache, als die Person, die nicht die ist, die ich sein muss, um mein Traumleben zu leben, die nicht die Person ist, die ich sein muss, die so denken muss, wenn ich so durch mein Leben wandle, von morgens bis abends, dann bin ich nicht 100% transformiert. Und wenn ich nicht 100% transformiert bin, dann kriege ich eine Mischform von mal was Tollem, was ich gerne hätte, dann wieder was Altes und ich bin komplett verwirrt und denke mir immer, was mache ich falsch, was mache ich falsch, was mache ich falsch? Und die Antwort ist immer, du bist nicht die Frau, die zu 100% dieses Leben führt, diese Gedanken führt, diese Verhaltensweisen führt, wie jemand, der dieses Traumleben hat und erlebt und in aller Selbstverständlichkeit sich anlehnen kann an Fülle, an Liebe, an Unterstützung, an Reichtum, an mehr, an das Wissen mehr. Mehr gibt es immer da, wo unendlich viel zur Verfügung ist. Und genau das ist der Punkt. Ich muss das wissen. Und Wissen heißt nicht im Kopf wissen. Wissen heißt, es ist die einzige unumstößliche Wahrheit für mich auf diesem Erdboden über das, wer ich bin und wie ich wirke. Und dann habe ich die Basis, dann habe ich die Foundation. Und das muss ich lernen, das muss ich üben. Deswegen gibt es bei mir auch kein Coaching mehr ohne Foundation. Deswegen ist in jedem 1:1 ist dieser Audiokurs 6 Wochen Foundation dabei. Weil es keinen Sinn macht, weil du nicht weitergehen kannst, weil du kein Haus bauen kannst, ohne dass du den Keller und den ersten Stock solide gebaut hast. Wenn du anfängst, da oben rumzubauen, im 4., 5. Stockwerk, wie soll denn das gehen? Und das sind genau die Sachen, das sind genau die Fragen, die ich mir immer gestellt habe, bis ich es komplett hundertprozentig zusammen hatte. Und ich kann dir auf jede deiner Fragen eine Antwort geben. Und es wird dich niemals, wenn du wirklich, wirklich willst, dieses Leben, das für dich gedacht ist, mit all deinen Wünschen, deinen Sehnsüchten, wenn du das wirklich, wirklich willst, dann ist es für dich da, aber nur erst dann, wenn du die Frau bist, die es hat. Ich habe alle beobachtet, ich habe alle analysiert, die es geschafft haben. Ich habe alles für mich selber genauso angewendet. Ich habe mich trainiert wie ein Pferd, wie einen Leistungssportler, bis ich diese Frau wurde, bis ich diese andere Frau verlassen konnte, die ich dachte, die ich sei. Weil ich verlasse nicht einen Seinszustand, wenn ich keinen neuen geschaffen habe. Das würde für meinen Verstand blanker Tod bedeuten. Das macht er nicht, da geht er nicht mit. Ich muss diesen logischen Denker hier oben so trainieren, dass er so denkt, dass er mich dahin führt. Und da kann ich nicht nur in der Meditation schnell mir Bilder und Vorstellungen und Visualisierungen machen. Da brauche ich ein komplettes Trainingsprogramm. Das geht nicht anders. Ich kann auch nicht einem Tennisspieler sagen, du spielst nur Tennis. Und dann wirst du ein guter Tennisspieler. Der muss Ausdauer haben, der muss Kraft haben, der muss Dehnung haben, der muss Flexibilität haben, der muss ein polysportives Training haben. Und du brauchst ein Poly Divine Design Training, wo deinen Körper mit trainiert, wo deinen Denker mit trainiert, wo deine Gefühlsebene mit trainiert, wo all deine Sinne mit einbezieht,
Und zwar so, dass du diese neue Realität glauben kannst. Nur so geht's. Ich habe noch keinen gesehen, der es anders geschafft hat. Und wenn ich das will, und es hat mir auch keiner gesagt, dass es das alles braucht. Jeder spezialisiert sich, jeder hat eine Nische, jeder ist irgendwie positioniert auf ein Problem. Aber ein Problem, das bin ich, ich bin alles, ich bin alles. Mein Selbstkonzept, das ist alles. Und wenn ich ein Problem löse, dann habe ich noch nicht das nächste Problem gelöst. Dann kommt das nächste Problem, weil ich dieses Selbst noch bin. Und ich weiß nicht, wie ich es besser sagen kann, aber wenn ihr das wirklich haben wollt, dann müsst ihr diesen Weg gehen, dann müsst ihr diese Trainings machen. Und je schneller ihr das macht und je unnachgiebiger ihr das macht, desto schneller habt ihr alle Ergebnisse. Und ihr habt die Andrea gehört vorgestern. Sie war, was haben wir jetzt, 6 Monate. Was ist denn 6 Monate? Ich meine, und deswegen sind genau 6 Monate ist das Minimum von The Ultramind. Weil ich da weiß, da hast du nachher alles, um darauf wirklich konkret ein geiles Leben aufzubauen. Da geht's erst los. Und ja. Ich kann es dir immer nur wieder sagen, ans Herz legen, es ist einfach so, es geht nicht anders. Und du kannst überall suchen, du wirst immer wieder hierhin zurückkommen, weil du nicht alles hast, weil dein Verstand immer noch weiter frägt. Und in dem Moment, wo dein Verstand aufhört zu fragen, wie geht's, was muss ich noch machen, was mache ich noch falsch, dann bist du am richtigen Ort. Wenn du dann weißt, hier kriege ich genau auf all meine Fragen eine Antwort und Anleitungen auf die Umsetzung. Ja, es tut mir leid. Ich bin den Weg gegangen. Ich habe viel Geld investiert. Ich habe so ziemlich alles ausprobiert. Frag mich, ob ich es ausprobiert habe. Ich werde dir sagen, ja. Frag mich, warum es nicht funktioniert hat. Ich werde dir erklären können, wieso. Wenn dich das interessiert, heute Abend um 19 Uhr komme ich wieder live hier in der Gruppe. Stell mir diese Fragen. Schreib sie dir vorher auf, vor dem Live, und stell sie mir, schreib sie mir rein in die Kommentare. Ich werde sie ganz frei, ohne irgendwas zurückzuhalten, beantworten. Es ist mir so ein riesengroßes Anliegen, dass hier Klarheit herrscht, dass hier wirklich verstanden wird, dass es keine Abkürzung gibt. Es gibt keinen Heiligen Geist, es gibt keine göttliche Energie, die das plötzlich macht. Du bist alles, es kommt nichts von außen. Und ich habe auch immer auf diesen Erwachungsmoment gewartet, der dann alles transformiert. Ich kann sagen, ich habe irgendwie viele scheinbare Erwachungsmomente gehabt, die ich halt nicht so dramatisch eingeordnet habe, wie jemand, oh, und die Energie hat mich geläutert und plötzlich war ich jemand anders. Womöglich, wenn ich die Wahrnehmungswelt gehabt hätte der Person, die das erzählt, dann hätte ich das vielleicht auch so wahrgenommen. Aber für mich ist es normal, für mich ist Transformation normal und für mich ist es auch normal, dass es nicht eine Transformation gibt, sondern dass mein Human Design permanent immer wieder transformiert werden muss, weil ich hier auf Erden als ein Mensch angekommen bin und in einer menschlichen Welt lebe, die eingeschränkt und restriktiv ist. Und solange ich hier mit meinem Körper auf Erden unter Menschen bin, werde ich das immer wieder machen müssen. Dann ist es Teil vom Leben. Und wenn ich aber weiß, genauso wie, sagen wir mal, Zähneputzen Teil vom Leben ist, dann belastet mich das doch nicht mehr. Dann mache ich das einfach. Fühle ich mich doch nicht schlecht dabei. Jedes Mal beim Zähneputzen denke ich auch nicht irgendwelche Horrorstories, sondern ich putze mir einfach die Zähne. Und an die Horrorstories von wegen Zahnausfall und sonstigen Dramen denken beim Zähneputzen, don't. Mach's nicht. Freu dich über deine wunderbaren Zähne. Freu dich, dass du wunderbar bist. Aber das ist auch wieder
ein nächstes Teaching. Ich habe so viele Teachings, ich bringe sie nicht mal in einem ganzen halben Jahr unter. Aber ich weiß jedenfalls, wenn du ins Ultra Mind kommst und die Frau bist, die einfach sagt, jetzt packe ich mich zusammen, dann werden Wunder geschehen. Und vorher wirst du vielleicht kleine Wunder zusammenkratzen, aber du wirst nicht ein Leben in der Welt der Wunder haben. Das wirst du nicht. Und hier geht's nicht um Geld. Geld ist eine logische Konsequenz von dir in der Fülle. That's it. Also, ich gehe jetzt zum Friseur. Ich gehe jetzt nach Italien. Ich gehe jetzt zur Gesichtsbehandlung. Ich gehe jetzt zum lecker Essen und sehe euch um 19 Uhr. Tschüss.